Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Crusader Kings 3. Wir sind immer noch die Lutus-Dynastie und wir befinden uns in diesem Moment in einem Krieg um Jerusalem. Und es läuft momentan noch ziemlich gut. Wir belagern gerade eben jetzt hier die Baronie Vilaya und haben jetzt ja auch noch eine weitere Hand einer vermählten an Inspiration. Ach so, da geht es darum, dass wir ja natürlich etwas bauen lassen zu Ehren unserer Frau. Meine Gemahlin Blea plaudert angeregt mit Koha und zählt Ideen und Vorschläge für ihr jüngstes Vorhaben, die Insignien, auf. Meine Kunstschmiedin verhehlt ihr fort, kann das gute Ding Insignien doch gleich zu dem Erbstück passen, das mir hinterlassen wurde? Okay. Man meint fast, einen Teil der Seele von Koha sterben zu sehen. Oh je, meine. Kommt, Liebling, überlassen wir diese Sache lieber den Fachleuten. Es ist halt das 50-50, ne? Komm, ich gehe das Risiko ein. Ich möchte, dass es gut wird. Ich möchte auch meiner Frau jetzt hier nicht im Weg stehen. Natürlich wird es wieder mindere Qualität sein. Also, was das angeht, sind wir echt nicht vom Glück verfolgt. Wir sind echt nicht vom Glück verfolgt. So, derweil haben wir das jetzt hier genommen und wir können erneut hier eine Schlacht austragen, die vielleicht wieder eine erneute Wende nehmen könnte. Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal zumindest qualitativ deutlich überlegen. Oh, und jetzt geht's los, der wahre Glaube. Ja, unser Enkel, der König von Westfranken, wird jetzt orthodox. Nachdem mein Enkel König Renaud so viele Stunden bei mir im Unterricht war und meine Weisheit mit teilte, hat er sich endlich dem einzig wahren Glauben zugewandt. Ich wusste schon immer, dass eines Tages das Licht unseres Glaubens weitergetragen würde. Tja, er glaubt nun an die orthodoxe Lehre. Dass er den Westfranken garantiert gut aufgenommen werden. Ein offenbartes Geheimnis. Und zwar, mein Vasall Dux Andronikos soll eine außereheliche Affäre mit der Bürgermeisterin Paula haben, die allerdings schon im Knast ist. Ich frage mich immer, wie die das machen durch diese Gitterstäbe. Ich habe das Gefühl, diese Gitterstäbe sind bei weitem nicht eng genug beieinander. Gott, ist der Typ groß. So, 89% beim Krieg, aber unser Sohn wird gerecht. Ja, nee, nicht so. Unser anderer Enkel. Ein gemeiner Dieb wurde zum Tode verurteilt. Ich wollte wissen, was mein Enkel Lazarus davon dachte und erkundigte mich nach seiner Meinung. Er antwortete, dass das Urteil deutlich zu hart gewesen sei für ein derart geringes Verbrechen. Ja, und ich möchte ich könnte ihn auch maßvoll machen. Nee, ich möchte, dass er gerecht wird. Ich möchte, dass er gerecht wird. So, was mache ich jetzt hier mit diesem feindlichen Heer? Oh, ich werde in den Krieg gerufen. Wir haben ja auch hier immer noch so Sachen mit Wessex. Sag mal, was ist denn mit der Frau los? Appetitlos und Trunkenbold. Oh Gottes Willen. Gegen wen geht's denn da? Einen geistesgestörten Abenteurer namens Herzog Bui. Okay. Ja, dann werden wir uns darum auch demnächst kümmern müssen. Ich frage mich, ob meine Männer da eigentlich mitkämpfen. Wenn ich es jetzt ausgehoben lasse. Nur so eine Frage, die ich mir gerade eben stelle. Ein weiterer Verwaltungsvorzug ist nun unser Kriegsgewinnler. Ja, wir sind leider sehr oft im Krieg. Mein Hofhenkeramt wurde soeben frei, das ich aber auch nicht so frei wieder besetzen kann, leider. So, wir belagern jetzt hier nochmal diese Festung und Kleinvieh macht Mist, erfahren wir gerade eben. Als zusätzliche Bezahlung für einen kürzlich abgeschlossenen Handel erhielt ich eine große Viehherde. Mir wurde versichert, dass die Tiere von höchster Qualität sind, aber es stellt sich dennoch die Frage, was ich mit ihnen anfangen soll. Will ich jetzt einfach mal für 15 Jahre lang Viehherde haben oder will ich eine wirklich schöne große Viehherde haben? Probiere das mit der schönen großen Viehherde. Jawohl, wir haben eine schöne große Viehherde. Jede Menge Entwicklungszuwachs. Das gefällt mir. Stehen schon bei 93%. Will ich diese Armee schlagen? Komm, ich schlage lieber diese Armee. Da kommen sie schon wieder an.
Na, ich muss jetzt hier nichts belagern. Das ist jetzt absoluter Unsinn. Halt, ihr wollt schon wieder hier entkommen, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, es geht hier um einen denkwürdigen Namen. War das nicht ohnehin schon, dass es immer an meine Frau gehen soll? Ach, ich glaube, wir haben irgendwas von unserer Frau. Diese Brosche haben wir unserer Frau gewidmet. Nur der Herr lenkt mich. Das können wir auf jeden Fall jetzt behaupten. Dem der König von Westfranken orthodox geworden ist. Und da sind die Haustruppen entdeckt. Ist das gut? Oh, ist das gut. Ich hätte jetzt hier sehr, sehr gerne die Landvögte, glaube ich, als nächstes. Wobei Erbteilung wäre auch nicht schlecht. Ohne Gemeindeentwicklung, königliches Vorrecht. Königliches Vorrecht wäre auch sehr mächtig. Nee, ich mache erstmal das königliche Vorrecht. Dann kann ich nämlich auch eventuell meinen Erben bestimmen. Und wir haben diesen Krieg endlich gewonnen. Zumindest können wir diesen jetzt hier beenden. Der Sieg ist unser. Und damit haben wir das Patriarchat von Jerusalem, meine lieben Freunde. Nun, da die Stadt erneut unter die Kontrolle von Rom steht, in dem Fall eher von, also dem anderen Rom, wurde das Patriarchat von Jerusalem als eine der Bischofssitze von Pentarchien der obersten Orthodoxie des Ostens wiederhergestellt. Dieses Bistum wurde ursprünglich durch den heiligen Jakobus den Gerechten gegründet, der bald nach Jesu Tod das Oberhaupt der Kirche in Jerusalem wurde. Gepriesen sei Gott. Ich will tatsächlich, also wie gesagt, das hier will ich behalten. Und das wird auch jetzt hier sofort bekehrt. Die Kultur, da bin ich mir momentan noch nicht sicher. Auf jeden Fall will ich hier noch die Ordnung herstellen. Ich weiß es noch nicht, ob ich mit dieser Kultur jetzt hier so verfahren soll. Wir lassen es jetzt auf jeden Fall gerade eben nochmal. Was ich aber auf jeden Fall machen möchte, ist meinem Patriarchen Samuel eventuell... Ach nee, ich kann ihm keine Titel vergeben. Das ist ärgerlich. Jaffa... Also ich muss auf jeden Fall diese beiden Sachen hier abtreten. Welcher meiner Söhne könnte denn das hier noch gebrauchen? Der hat bis jetzt noch sehr, sehr wenig. Also ich vergebe ihm diese beiden Sachen. Und damit ist das jetzt hier erledigt. Was ich noch gerne hätte, ist natürlich der Titel, den übernehme ich. Und den werde ich behalten, auch wenn ich dadurch jetzt einen zu viel habe. Aber ich möchte das Patriarchat... Oder in dem Fall halt auch das Herzogtum von Palästina erhalten. Wir haben den Felsendom nun. Mehr Besitztumssteuern hier. Generell plus 3 Steuern. Das macht de facto schon 3,3. Mehr Entwicklungszuwachs. Mehr. Ja, also 0,2 plus 30%. Das ist der Oberhammer. Mehr Bekanntheit. Kriegsführung pro Hingabestufe. Jetzt geht's los. Monatliche Frömmigkeit pro Ritter. Rittereffektivität und Kontrollzuwachs. Also insgesamt für den Träger, na, das sind die echt guten Boni, Träger des Besitztums. Das ist dann global für uns. Momentan ist es noch deaktiviert. Aber das ist jetzt gleich vorbei, weil wir jetzt nicht mehr über der Domänenschwelle sind. Wow. Wir haben echt kein Glück mit den Insignien. Hier drüben, mein Fürst, ich muss auch ganz, ganz schnell weg, ruft meine begünstigte Koha und winkt mich mit einem, ja, nicht so, einem völlig übertriebenen Grinsen rüber. Hihihi, ich habe viele Tage und Nächte daran gearbeitet, doch endlich ist mein Werk vollbracht. Sie überreicht mir einen in Stoff eingewickelten Gegenstand und rennt weg. Ja, ja, die Insignien von der griechischen Kultur. Bezaubernd. Yeah. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Freude. So, dann kommt hier der Graf Daniel von Messina auf uns zu und möchte auch seine Aufwartung machen. Er bringt sogar ein Gastgeschenk mit. Und natürlich darf auch er hier sich seinen Lob für seine Dienste hier abholen. Und ein erneuter Dschihad. Das Haus des Islam wird in seinem Herzlanden durch die anstürmenden Heiden
und Ungläubigen bedroht. Als Antwort darauf hat seine Magnifizenz Kalif Muaddam erklärt, dass das Zeitalter des neuen Dschihads über die Welt hereingebrochen ist. Die Kerngebiete des Dar al-Islam müssen um jeden Preis zurückerobert werden. Alle rechtschaffenden Muslimanen sollen sich dem Muhajjin anschließen und sich dem Kampf auf den Kampf vorbereiten. Tja, St. Georg wird uns hoffentlich beschützen. Das ist jetzt natürlich unter Umständen ein Problemchen, mit dem wir umzugehen verstehen müssen, lernen müssen. Ich weiß nicht, ob das klappen wird, aber wir werden unser Bestes tun. Ich gucke jetzt hier gerade eben mal, dass ich hier nochmal ein bisschen Geld bekomme für das Auslösen von den Gefangenen, die wir hier gemacht haben. Das sind ja dann doch einige Leute. Oh, und ich kann ja auch dann gleich nochmal Zahlungen verlangen. Prinzessin hat schon 46 Geld. Ja, die hat ein Geld. Warum sind die bei mir eigentlich immer alle verletzt, die Leute? Ich weiß es nicht. Mein Hofarzt ist hier auf jeden Fall noch aktiv. Vorkoster. Hofarzt. Weiß ich nicht, ob ich das alles in die Hände von einer Person legen möchte. Erzjägermeister sollst du werden. Hofbaumeister. Haben wir halt echt nur durchschnittliche, ne? Aber 1,25 ist es mir einfach nicht wert. Okay, also, Jerusalem ist unser. Der König könnte paranoid werden. Will ich, dass er paranoid wird? Oder lieber ehrgeizig? Ich möchte, dass er ehrgeizig wird. Ich nahm Renan mit nach draußen, damit er mit dem Bogen spielen kann. Und zu meiner Überraschung begegnete er einem verwundeten Reh. Später beschuldigte er mich wütend, dass alles sei nur eine Art Prüfung inszeniert gewesen. Ich bringe ihm natürlich bei, dass er auch alleine das Tier hätte erlegen können. So. Was ist eigentlich jetzt hier los? Lukullischer Exzess. Jeden Tag scheint es, als würde man an meinem Hof nur über das nächste Festmahl reden und viele hier sind in letzter Zeit recht stattlich geworden. Das kulinarische Treiben wird davon befeuert, dass Balissa Bleha, also unsere Frau, Gabriel und Katranide sich beständig regelrecht darum balgen, mich, meinen überarbeiteten Köchen, als nächstes denkwürdige Male abzuverlangen. Heute ist meine Gemahlin Bleha, sie kann also quasi es nicht für sich behalten. Patriarch Samuel seufzt abschätzig. Diese flüchtigen Freuden sind nichts verglichen mit der Gnade, wie sie Gott schenkt. Ich kann sagen, ich kann es kaum erwarten. Im nächsten Fest. Ja, wir hatten ja schon Probleme mit den Füßen. Diese Extravaganz ist zu weit gegangen. Ich sage, die ist zu weit gegangen. Einfach zu weit. Oh, eine Abenteuerinspiration. Die würde ich gerne finanzieren. Da können nämlich ganz tolle Sachen gefunden werden. Das finde ich gut. Okay, was können wir denn noch bauen? Bei der Gelegenheit gucke ich mal gerade eben in Antiochia, wäre hier noch was möglich. Oh, warte mal. Und ich sehe gerade eben, dass auch noch in Akkon natürlich was geht. Und wir haben jetzt mehr Haustruppen, also mehr Truppen. Wir erweitern jetzt natürlich unsere Truppenkontingenz hier. Dann nehmen wir natürlich noch die da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und da war die Kohle weg. Muss ich kurz warten. So, die Inspiration wurde gefördert. Es ist Zeit, dass wir den Isakios zu seinen Abenteuern aufbrechen lassen. Mein Begünstigter verbeugt sich so gut wie er kann, mit all den vollbeladenen Taschen auf seinem Rücken. Ehe ich aufbreche, sag mir bitte, gibt es etwas Bestimmtes, worauf ich während meiner Reise achten soll? Ja, nee, ein Sieg, nee, wäre toll. Ich will etwas Einzigartiges besitzen. Etwas, ein exotisches Tier, ein Schädel, ein Fell, ein Schmuckstück, Material, Wandteppich. Nee, ich möchte etwas Einzigartiges. Ich schicke ihn los, er soll mir etwas Einzigartiges besorgen. Das wäre mir sehr recht.
So, ich bin mal am Überlegen, was nehmen wir denn noch für ein weiteres Fußvolk, für ein schweres? Ich glaube, ich nehme auf jeden Fall nochmal schwere Infanterie. Ich nehme noch einmal schwere Infanterie als zweites dazu. Eine Jagd würde ich jetzt erstmal nicht veranstalten. Ja, gepanzertes Fußvolk soll es werden. So, eine zweite Truppe. Das wird natürlich teuer. Oh, warte mal. Und ich bin ja noch unterwegs. Upsi! Soll er in Wessex helfen? Ich gehe mal kurz mal da raus. Die verhungern nämlich gerade eben schon. Ich habe das völlig vergessen. Okay, es gibt Räuber auf der Straße, währenddessen er unterwegs ist. Lehnsherr, der Abenteurer Isaacius hat eine Nachricht geschickt, ruft ein Diener mit einem Brief in der Hand. 10 Tage und 10 Nächte lang verschreckten mein Trupp und ich uns, unser Trupp und ich uns schon. Die Räuberführerin hat die Straße gesperrt, die wir bereisen müssen. Wozu ratet ihr? Zur Vorsicht oder sollen wir sie bekämpfen und darauf vertrauen, dass Gott uns beschützt? Gezeichnet Isaacius. Es scheint, dass er in einer Zwickmühle steckt. Das sollte er nicht gut kämpfen können. Haltet euch bedeckt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also, es gibt auf jeden Fall eine verdammt gute Chance, dass er das hier schafft. Sogar sehr gut schafft. Er hat sie erschlagen. Okay, das ist gut. Jetzt muss ich die Truppe hier schon einmal auflösen. Uiuiuiui. Und ich muss jetzt irgendwie nach Westfranken kommen, nach Großbritannien kommen. So, alles Kriegsvolk hier mal aufbauen. Auch die hier nochmal. Das könnte ein bisschen teuer werden jetzt hier. Auf lange Sicht. Sie kann jetzt die 50 Gold bezahlen. Oh, mein Glaubensoberhaupt rettet unsere Armee. Mein Leibwächter ist gerade gestorben. Hoffentlich starb er nicht bei meiner Verteidigung. So. Und. Zack, zack, zack. Also wir warten jetzt darauf, dass wir jetzt hier die Truppe vollständig haben. Der Krieg läuft gerade eben noch nicht so gut für meine Verbündeten. Aber es dauert ja noch 50 Tage, bis ich die Truppen ausheben kann. Will ich jetzt ein großes Festmahl veranstalten? Ja, lass ein großes Festmahl noch veranstalten. Das reduziert nochmal ein bisschen den Stress. Und lasst meine Freunde zu uns kommen. Ich will mir gerade mal gucken, wer ist denn eigentlich überhaupt... Wo findet dieses Festmahl überhaupt statt? Ich habe halt leider so viele Ländereien, ne? Egal. Oh Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Schon wieder prügeln die sich hier durch. Der Wandteppich von Despoten. Von unserem also von uns? Wer ist es denn? Bürgermeisterin Pavlina von Theben und Dux Lucilus, mein Neffe. Wir sind immer noch der gute König, ein wohlmeinender Herrscher. Wir akzeptieren das einfach, dass sie ständig Sachbeschädigung begehen. So. Eine Unterhaltung. Und zwar mit Bürgermeister Basileus. Es geht immer nur um theologische Abhandlungen bei ihm. Ja, auch bei ihm versuche ich einer Freundschaft näher zu kommen. Also wir stechen den See. Und reisen nach... Great Britain. Hoffen, dass es sehr, sehr great ist. Okidoki. Ich kann ein Bündnis jetzt hier aushandeln. Ach, bitte. Haben die den abgesetzt? Nee. Warum ist das jetzt plötzlich ein neuer König? Nee, doch nicht. Was ist mit meinem Enkel passiert? Er ist verstorben.
Die haben den einfach umgebracht. Der hat ihn einfach umgebracht. Wow. Das ist doch nicht zu glauben. Der hat ernsthaft meinen Enkel ermordet. Den wir gerade eben ausgebildet haben. Okay. Kann leider den Anspruch nicht kaufen, weil ich ja schon ein König bin. Kann auch leider nichts gegen ihn tun, außer ihn selber versuchen zu ermorden. Aber was bringt mir das? Er hat halt schon Kinder. Wie sieht das aus? Wie sieht die Erbfolge aus? Ja, unsere Verwandte ist da... Oh Mann. Oh, das darf nicht wahr sein. Wie kann Gott nur so grausam sein? Das ist hier meine Enkelin. Die hat jetzt halt eine Grafschaft in Berry. Also Mädel, ich wäre bereit, auch dich auszubilden. Zum Glauben konvertieren, haha. Jetzt machen wir dasselbe halt mit ihr. Wurde ein gemeiner Dieb zum Tode verurteilt. Jetzt kann er zynisch oder maßvoll werden. Nee, ich möchte, dass er maßvoll wird. Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein. Also wir bilden jetzt die Enkelin aus. Das ist, glaube ich, die Schwester, oder? Des Verstorbenen. Ja, das ist die Schwester. Sie hat einen Anspruch auf das Königreich von Westfranken. Ich hoffe, sie versucht ihn durchzusetzen. Als meine Gäste gehen, bin ich sehr glücklich. So, denn ich möchte trauern um meinen eigenen verstorbenen Enkel. Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Gerade eben mal, was ich da jetzt eigentlich alles habe. Es ist halt nicht so geil organisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Was man hier alles... Habe ich das Ding schon irgendwo? Es wäre halt geil, wenn man es halt irgendwie sehen könnte, ne? Schrecken plus 6, Podestgegenstand. Illuster. Was ist das? Dieser Schädel. Ach, das ist der Schädel der Räuberhau-Anführer. Oh, okay. Das hat er mir zugeschickt. Okay, aber es ist ja nichts Einzigartiges. Also ich hoffe wirklich, dass unsere Enkelin ihren Anspruch durchsetzen kann. Das wäre sehr, sehr schön. So, in Jerusalem bauen wir hier das hier weiter auf. Wir haben gerade eben echt das Problem, dass irgendwie alle irgendwie die ganze Zeit sterben. Um uns herum. Eine richtige Sterbewelle hat eingesetzt. Eine richtig unangenehme Sterbewelle. Ja, die haben alle kein Geld. So, jetzt kommt sie hier schon an. Ich versuche jetzt hier ihr natürlich zu helfen. Bei der Rückeroberung einiger Gebiete. Oh, und mächtige Wölfe im Hinterland gibt es gerade eben bei einem Abenteuer. Herr, eine Nachricht von eurem Abenteurer Isaacius, die von ihm geführt wird, kommt herein. Er ist berüchtigt dafür, voller Wölfe zu sein, doch ich habe gute Gründe zur Annahme, dass mein Ziel nahe ist. Rechnet bald mit meiner Rückkehr, gezeichnet Isaacius, steht in der Schriftrolle. Es ist wirklich ehrgeizig von ihm, einen solchen riskanten Weg zu wählen. Er hat eine hohe Chance, verwundet zu werden. Bei Gott, ich hoffe, dass er nicht kämpfen muss. Mache ich das da? Ja, habe ich eine verdammt gute Chance, dass er das schafft. Nochmal einen Punkt Fortschritt jetzt hier bekommen.
Hier ist wieder was fertig geworden. Sekunde. Genau, in Akkon kann ich jetzt auch nochmal hier die Verteidigungsanlagen verbessern. Was bei dem bevorstehenden Dschihad eventuell sinnvoll sein könnte. Also heute ist echt die Folge der potenziell schlechten Neuigkeiten. So, unsere Truppen sind da. Wir belagern jetzt erstmal Winchester zurück. Und dann sehen wir weiter. Danach kann ich auch hoffentlich meine Truppen hier wieder auffrischen. Die jetzt eigentlich schon hier bei... Ja, nee, die sind noch nicht bei voller Kampfstärke. Weitere Verwaltungsvorzug. X-Volk unterhalb pro Schrecken. Habe ich Schrecken? Ich habe keinen Schrecken. Ich mache jetzt hier die Verteidigungsplanung. Weil ich die Untertanen nicht unbedingt erpressen will. Ne? Ich möchte hier ein wirklich guter Herrscher sein. Winchester fällt nun jetzt jeden Moment wieder in unsere Hand. Und wenn dann meine Legionäre am Start sind, bin ich eventuell sogar bereit, hier zuzuschlagen. So, jetzt haben wir immerhin schon einige Truppen jetzt hier wieder aufgefrischt. Ich stelle jetzt hier diese 500 Mann. Eine Verlobung wurde erfüllt. Eine Enkelin heiratet den Prinz Tripmir. Oder, was, wie heißt der? Tripimir, okay, von der Walachei. So, diese haben wir wahrscheinlich geschlagen, bevor die Verstärkung kommt. Perfekt. Jawohl. Ey, guckt euch mal an, wie stark wir sind. Wir haben den Krieg gewonnen. Ich will ja schließlich meine Verwandtschaft auf den Trönen halten und ich hoffe, dass das mit Westfranken halt auch noch klappen wird. So, ein bemerkenswerter Gast ist hereingekommen. Er hat Anspruch auf Moldawien. Oh, vielleicht kommt er ja auf mich zu und macht ein Angebot. Aufhalten kann ich immer noch. Ich werde jetzt erstmal meine Armee auflösen. Eieiei, du bist ernsthaft mit mir verwandt? Nee, warte mal, das ist mein Sohn, genau. Das hier, der wird erben, mein Enkel hier. Mein Enkel hier wird erben. Eieiei, was habe ich da getan? Okay, ich hoffe einfach bloß jetzt hier, dass unser Mündel nicht auch von den Franzosen ermordet wird. Oh, und sie ist sehr dankbar dafür, dass wir sie, uns ihre angenommen haben. Ihr seid immer für mich da und ich hoffe, dass ihr wisst, wie dankbar ich dafür bin. Prinzessin Eglantine tritt an mich heran mit einer seltenen Besinnlichkeit. Ich möchte mit einer Freundschaft mit ihr näher kommen. Nachdem ihr Bruder ermordet wurde, der auch schon unser Mündel war, möchte ich, dass sie weiß, dass sie einen Freund im Leben hat. Bis wir ihren König irgendwann mal abstechen können gemeinsam. Der wahrscheinlich das alles verschuldet hat. So, in der Zwischenzeit arbeiten wir an Jerusalems Kontrolle. Und bauen das Ganze hier aus. Ich kann in Jerusalem auch noch was errichten. Eine Stadt oder einen Tempel. Eine Burg geht nicht, weil ich die noch nicht die Motten haben. Dann kommen wir wieder in diesen Punkt, wo ich mir überlegen muss. Oh, ich kann das Königreich von Jerusalem gründen. Natürlich gründe ich das. Ich bin nun selber offiziell König. Despot von Jerusalem. Und damit auch rechtmäßiger Herrscher dieser Lande. Das war es mir wert. Das war es mir wert. Und ich bin jetzt ernsthaft auch im Überlegen, ob ich hier ein... ob ich dir schon schwächen soll. Beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Den Kriegsgrund Königreich. Das würde die muslimischen Mächte massiv schwächen vor dem Dschihad. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.